Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus mit einem neuen Destiny-Video. Heute spiele ich mal wieder auf der Xbox One. Die letzten 5-6 Videos waren alle PS4-Gameplay mit Warlock und hast nicht gesehen. Deswegen heute mal wieder auf der Xbox One unterwegs. Und was ich im letzten Video so als Standardkram bezeichnet habe, habe ich heute auch mal wieder dabei. Und zwar die Eisensäge aus dem Turm gekauft und so und standardmäßig das Ding. Und arbeitet zusammen. Wir spielen, was spielen wir denn? 3 gegen 3, was ist das? Steht nicht dran, welcher Modus? Gefecht? Bergung? Bergung ist es nicht. Ich glaube, das ist Eliminierung oder sowas. Egal. Es ist Freelance-Modus. Hier. Freelance-Dingens. Keine Gruppen erlaubt und so. Wie viele Granaten da hochgeflogen kommen. Ah, ne, hab ich fast in der Luft erwischt. Brenne. Okay. Links war auch einer. Wird man von zwei Seiten beschossen. Der links habe ich aber nicht auf dem Radar gesehen. Scheiß drauf. Er kommt nicht. Und nachladen. Sauber. Hätte mir schon gedacht, dass er da stehen bleibt, weil er vielleicht wiederbeleben möchte. Führung abgegeben. Einer von uns rennt immer ziemlich alleine hinten rum. Das ist gar nicht so gut. Ist für Freelance-Modus. Aber ein bisschen sollte man schon zusammenspielen. Zu kurz? Naja, ich glaube, die bringt nichts, die Granate. Aber der ist da noch irgendwo im Turm drin. Ich gehe mal in die Nähe von meinem Teamkamerad, damit man hier nicht ganz so alleine als Opfer dasteht. Okay, zwei Tote da oben. Super. Komm schon, hab ihn angeschwächt. Sehr schön. Sehr schön. Na, wo kommt der jetzt? Von da. Alle drei. Ach, komm schon. Mieder Multiwerkzeug. Beim Rückwärtsgehen. Na, die Granate war ganz gut von dem. Lass mal wieder da hochgehen, dann kriegen wir sie von da. Die hören mich zwar nicht, aber vielleicht denken sie ähnlich. Schön von der Seite weggesnackt. Jetzt müssten die doch auch irgendwie in der Nähe spawnen, oder? Da nicht. Da sind sie schon wieder. Der ist tot. Oben. Okay, der Rest ist auch da. Interessant. Hinter mir. Der ist da oben. Na, was macht der denn da? Hinter mir. Meine Granate ist auf jeden Fall noch oben bei den Leichen. Habe ich. Ich glaube, die habe ich ihn gerade mitten auf die Stirn geworfen. What? Na, das geht noch. Schönes Ding. Und noch ein schöneres Ding. Granate an den Kopf. Das ist doch mal nice. Wenig Leben, wenig Leben. Oben. Ah, schade. Nur zwei.
Ja, die ist, glaube ich, ein bisschen zu hoch. Schwere Munition kommt. Oh, Schwere kommt. Deswegen steht er wahrscheinlich schon da. Oh, da bin ich auch noch gestorben. Eisensäge, beide Eisensäge. Er und ich. Schwere Munition verfügbar. Na, holst du? Ja, den holt er. Ja, er hat... Hinter dir, hinter dir! Schnapp ihn dir! Sehr schön. Ich lasse mich wiederbeleben. Nein, lasse ich mich nicht, weil die Zeit war abgelaufen. Schade. Weil das gibt Punkte halt fürs Team, wenn er mich wiederbelebt. War doch eben noch einer. Ja, okay, da vorne. Eisensäge ist halt so gut. Um, um, um. Na. Nicht damit gerechnet, dass er nach oben springt. Egal. Danke. Spielt doch einer mit Schwert hier. Sieht man auch nicht mehr so häufig heutzutage. Warum nicht? Auf jeden Fall mal was anderes. Abwechslung reinbringen und so. Wenig mehr und der Sieg ist euer. Hat er immer noch Schwere? What? Mein Wurfmesser! Und er hat Plan C gehabt. Ich habe mit dem Wurfmesser getroffen, hat aber nicht gereicht. Hat nicht gereicht, wegen der scheiß Plan C. Na komm, ich stehe auf. Im Nahkampf mit Plan C. So, hatten Sie je eine Chance? Weiß ich nicht, hatten sie? Und wieder ein Kampf gewonnen. Auf zum nächsten. Naja. Freelance Mode. Das war Gefecht, ne? Gefecht. Ja, jetzt sehe ich es auch. Na gut. Das war mal wieder ein Gameplay von der Xbox One mit der Eisensäge auf Witwenhof. Freelance Modus Gefecht. Joa, kann man spielen. Freelance ist immer ganz, ganz angenehm irgendwie. Immerhin keine Teams, die man als Gegner hat. Ja, Loot wollte ich auch eh nicht haben, denn ich spiele das Spiel nur so. Wer braucht schon Loot? Okay, Leute, vielleicht hat euch das Video ja gefallen. KD von, oh, guck mal, unser Teammitglied hier, 7,67 gespielt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich bin bei 2,2, naja. Ja, okay, Leute, vielen Dank fürs Einschalten hier beim Xbox One Gameplay und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.